Seid gesegnet im Namen Jesus Christus. Ich begrüße euch alle und wünsche euch eine schöne Woche. Der Herr sei mit euch, der Herr leite euch alle im Namen Jesus Christus. Dass die Kranken geheilt werden, dass die Schwachen gestärkt werden, dass die Müdigen neue Kraft bekommen im Namen Jesus Christus. Eine kurze Botschaft, was ich mit der Gemeinde Gottes teilen will. Und zwar geht es um eins, um Träume. Als Christen oder als Menschen träumen wir oft. Und oft vernachlässigen wir unsere Träume oder oft achten wir nicht auf unsere Träume. Dabei ist ein Traum nicht irgendetwas, aber ein Traum ist ein Weg, wodurch auch der Herr mit uns spricht. Ein Traum ist ein geistliches Welt, so kann ich es beschreiben. Im Traum offenbart sich der Herr oft in unserem Leben. Im Traum spricht der Herr oft mit uns. Und oft merken wir uns nicht unsere Träume oder oft achten wir nicht auf unsere Träume. Dabei, durch einen Traum kann der Herr dir etwas offenbaren, was kommt, was geschehen soll. Oder durch einen Traum kann der Herr dir auch etwas offenbaren, was schon mal passiert ist. Der Herr redet oft durch Träume, damit wir etwas bessern können. Der Herr warnt uns oft durch Träume, durch Visionen. Aber oft vernachlässigen wir die Träume. Ich habe die Bibel gelesen und da bin ich in Geschichte von Josef, habe ich die Geschichte von Josef gelesen und da ist mir etwas aufgefallen. Und zwar im Genesis Kapitel 37, wenn ich mich nicht irre, fing der Herr an mit Josef zu reden. Der Herr hat oft mit Josef durch Träume gesprochen. Der Herr hatte Josef schon sein Leben, aber im Traum offenbart. Zweimal hat der Herr Josef klare Träume gezeigt. Es waren Träume, was ein Mensch vernachlässigen kann, weil es klang ein bisschen komisch, aber diese Träume waren wirklich sehr bedeutsam. Und im Genesis Kapitel 41 spricht die Bibel über den König Pharao. Er hatte zwei Träume gehabt und diese zwei Träume hatten ihn wirklich verwirrt, weil er hatte nicht verstanden, was die Träume bedeuten und das hat ihn wirklich durcheinander gebracht. Und er bräuchte jemanden, der ihm diesen Traum deuten kann. Und da Josef schon im Gefängnis für die zwei Gefangene im Genesis Kapitel 40 deren Traum gedeutet hatte, da der eine am Leben geblieben ist, hat der eine zum König gesagt, ja, ich kenne einen, Josef, und der kann Träume deuten. Und als der König Josef diese Träume erzählte, was er hatte, meinte Josef zu ihm, wenn du einen Traum zweimal hast, das bedeutet, dass der Herr etwas bald machen wird. Also es gibt oft Träume, die sich wiederholen und das hat was zu bedeuten. Was ich wirklich Christen sagen will, ist, wir sollen keinen Traum vernachlässigen. Oft haben wir Träume, oft verstehen wir die Träume nicht. Wenn du einen Traum hast und du verstehst es nicht, bete zu Gott. Er soll dir diesen Traum aufklären. Er soll dir wirklich diesen Traum verdeutlichen. Oder es gibt auch Menschen, die diese Gabe haben, Träume zu deuten. Auf jeden Fall vernachlässige keinen Traum. Weil selbst die Bibel sagt uns, Gott spricht in verschiedene Art und Weise. Er spricht durch Träume, spricht er. Im Buch von Daniel, da wird auch sehr viel über Träume gesprochen, über Träume geredet. Daniel hatte Träume, Daniel war gut, er konnte gut Träume deuten. Er selber hatte Träume gehabt, was wirklich sehr viel bedeutet hatte. So wie der Traum vom Pharao, das war eine Botschaft an das Volk, an den ägyptischen Volk. Und hätte der Pharao diesen Traum vernachlässigt, dann wäre eine sehr große Hungersnot über Ägypten gekommen und die hätten keine Lösung dafür gehabt. Darum hatte Gott zweimal mit dem Pharao in einem Traum gesprochen. Darum vernachlässige niemals einen Traum. Wenn du einen Traum hast und du verstehst es nicht, bete zu Gott. Er soll dir diesen Traum wirklich deuten. Gott hat sogar zu Josef, der Mann von Maria, gesprochen, als Maria schwanger gewesen ist. Weil er hatte in seinem Herzen die Entscheidung getroffen, Maria zu verlassen, weil er hat sich von Maria betrogen gefühlt, weil die war Jungfrau und wurde schwanger. Er hat es nicht verstanden. Aber die Bibel sagt, in einem Traum ist ihm ein Engel erschienen und meinte zu ihm, dieses Kind, was Maria hat, ist eine Gabe, was von Gott kommt. Gott spricht durch Träume. Vernachlässige niemals einen Traum. Träume sind wirklich, ist ein göttliches Welt, kann ich sagen, ein geistliches Welt. Gott warnt durch Träume. Gott kann dir dein ganzes Leben durch einen Traum offenbaren. Gott kann dir ein Leben von einem Freund auch durch einen Traum offenbaren. Vielleicht
plant der Feind etwas gegen einen Freund vor und Gott kann es dir in einem Traum offenbaren. Darum vernachlässige niemals einen Traum. Wenn du einen Traum für jemanden träumst, etwas Schlimmes ist in diesem Traum passiert, bete für denjenigen. Vielleicht kannst du es durch dein Gebet verändern. Vielleicht will Gott, dass du für denjenigen betest. Darum offenbart dir Gott diesen Traum. Gott redet durch Träume. Vernachlässigen wir niemals Träume. Wenn du einen Traum hast, es kommt dir komisch vor. Gott redet wirklich in einer Art und Weise, was manchmal sehr komisch ist. Oft verstehen wir es nicht. Wenn es dir komisch vorkommt, bete zu Gott. Oder suche Menschen, die diese Gabe haben, Träume zu deuten. Gott spricht durch Träume. Christen, vernachlässigen wir niemals Träume. Gott segne euch. Bete zu Gott. Hängt wirklich weiterhin an Gott. Gott spricht. Oft wollen wir, dass Gott mit uns sprechen soll. Er spricht auch oft. Aber oft vernachlässigen wir es oder wir nehmen es einfach nicht wahr. Darum, ab heute, wenn du diese Botschaft hörst, fange an, deine Träume wahrzunehmen. Und bete auch für diese Träume. Schreib es dir sogar auf. Es ist sehr wichtig. Gott segne euch. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Seid alle reichlich gesegnet. Im Namen Jesus Christus. Jesus lebt.